Jetzt erstmal auf zu Professor Garlic. Für mein Gewissen, damit es sich gelohnt hat, den Tisch zu kaufen. Habe ich jetzt einfach mal angepflanzt. Damit ich auch was irgendwie, durch dann das irgendwie im Endeffekt habe. Nichts getan habe. Auch wenn es nicht gefordert war. Ach ja, hier der Zauberkunst. Warum? Nachts natürlich keiner zugegen. Professor Garlic wird auch nicht da sein. Das sollten wir gerade mal bei ihr Unterrichtsaufgaben machen. Zu Professor Garlic gehen. Den Schulmann tragen. Den nehmen wir halt mal aus, auf. Der sieht doch ganz gut aus. Ist ja nicht verboten, Hüte zu tragen. Sogar erlaubt. Laut Harry Potter Teil 1 sogar erwünscht. Und teils tun sie, glaube ich, noch so leichte Hüte. Passend zur Uniform. Nicht solche Spitzhüte, sondern so ein Lehrlingshütchen. Hat es man aber dann irgendwie abgeschafft. Aus stilistischen Gründen. Ich glaube, im Teil 1 im Film haben die, glaube ich, auch noch nicht getragen. Also getragen nicht wirklich, aber ich glaube, es gibt doch, gab es nicht am Ende diese Szene, wo sie im Film, wo Gryffindor dann gewinnt und dann, alle ihre Hüte in die Luft schmeißen. Das war doch so. So, Professor Knoblauch. Ein Hybrid vielleicht. Springende Tentakel. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Nein. Mich hat sie bereits ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang nicht meine so selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, das auf jeden locker Fall. Locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie es. Bei diesem Spruch sollten Sie sich Zauberspruch. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Hat geklappt. Flipendo. Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun, aber... Flipendo. Haben wir hier noch... Das brauchen wir als Kampfmenü. Und das brauchen wir zu selten. Sie auf die Pflanzen. Natürlich. Aha. Flipendo ist ähnlich wie Arcturus ein Kraftzauber, der violette Schildzauber zerbrechen kann. Okay. Da bin ich aber eher ein Fan von Arcturus. Verdreht halt das Opfer. Ja. Nun, wo war ich? Oh ja, das Gewächshaus fand sich nicht selbst auf. Ich muss schon nachhelfen. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor?
Natürlich. Welche Aufgaben? Professor Weasley hat mich freundlich darum gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Haben wir ja erledigt. Wenn Sie alle abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Flipendo beibringen kann. What the fuck? Flipendo, meinst du? Flipendo! Das war merkwürdig. Okay, Professor One und Professor Scharib. Der Böse auf einen limitierten Gegner. Können wir doch vielleicht. Vielleicht kriegen wir das an der Puppe hier hin. Das wäre doch. Ja. Natürlich. Warum schwer, wenn es leicht geht? Gleich zwei Aufträge mit einem gelöst. Wahrsagenunterricht am Tag besuchen, na, das mache ich doch gerne. Und dann Unsichtbarkeitstrank, dann lernen wir die Mutter von Nati kennen. Okay, dann müssen wir noch Zaubertränke besorgen. Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu. Hogwarts Gewand, dachte. Sieht doch fast aus wie Rons. Und Tracht, die er im vierten Jahr beim Ball an hatte. Aha. Sammlungen. Ach, hier das Bild. Na dann auf zum Wahrsagen. Gut behalte ich glaube ich an, der steht. Der steht mir, der passt. Und dann lesen wir mal aus Teetassen. Der Grimm. Wahrsagen und Richter am Tag. Einfach erstmal innehalten und Musik hören. Den tapferen Baden. Zeit muss auch mal sein. Arresto Momentum. Genau, Arresto Momentum. machen wir mal langsam. Aber auch nicht zu langsam. Ich will hier keine Wurzeln schlagen, es wird schon wieder Tag. Alpiefs. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Ich weiß. Ach, hier ist Wahrsagen. Ironischerweise ließ ich nicht vorhersehen, dass ich Wahrsagenunterricht essen finde.
Tarotkarten legen. Die Grimm. Professor Unheil weiß unheimlich viel. Mit dem müssen wir doch gleich mal reden. Hallo Adelaide. Wie geht es dir und deinem Onkel? Dank dir geht es uns gut. Je mehr ich über Renrocks üble Bande höre, desto erstaunter bin ich, dass mein Onkel überlebt hat. Ich habe seine alten Briefe durchgesehen und darin wichtige Details zu Vorkommen seltener Metalle bemerkt. Ich glaube, Renrocks Schurken hatten es auf diese Vorkommen abgesehen und brauchten dafür das Wissen meines Onkels. Er wäre freiwillig in dieser Zelle verrottet, nur um mich zu beschützen. Das ist großartig. Hast du noch mehr Details aus den Briefen, die mir helfen können? Oh, ja. Onkel Roland war nicht sicher, aber er glaubte, die Kobolde hätten darüber gesprochen, etwas in Koboldsilber einzugießen. Er war nicht sicher, was sie meinten, aber die Art, wie sie darüber sprachen, war ihm nicht geheuer. Puh, du hast meinen Onkel eindeutig vor großem Unheil bewahrt. Alles halb so wild. Ich bin froh, dass dein Onkel in Sicherheit ist. Ich auch. Es war eine Erleichterung, ihn wiederzusehen. Ich habe ihm gesagt, er müsse jetzt vorsichtiger sein. Und ich bin jetzt auch jedes Mal viel wachsamer, wenn ich das Schulgelände verlasse. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Natürlich. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen sie also in ihrer eigenen Zukunft? Ich sehe Triumph, ich sehe Gefahr, ich sehe Macht, weiß nicht recht. Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Des Zen. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Sehr gerne. Jetzt haben wir die Schüler verjagt. Nicht so toll. Oui. Das ist gut. Müssen Sie aufhören, sich vorzubereiten. Und ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ja, die können wir bei Nacht einsammeln. Die nehme ich natürlich mit. Wenn wir schon mal da sind. Du gehörst mir, Demigeist.
Ich habe einfach den ganzen Tag über gewartet. Basang hat mir so sehr gefallen. Professor, hätten Sie einen Moment? Sicher. Wie kamen Sie eigentlich dazu, Wahrsagen zu unterrichten? Die Kunst des Wahrsagens ist ein wichtiger, aber oft missverstandener Zweig der Magie. Nur wenige von uns besitzen das innere Auge. Und sie werden, wie es bei den Besonderen unter uns häufig der Fall ist, oft falsch verstanden oder gar gefürchtet. Als ich die Chance bekam, andere über meine Gabe und das Gute, das sie bewirken kann, zu unterrichten, war ich sehr dankbar. Verstehe. Nati hat erzählt, dass sie beide aus Uganda hergezogen sind und sie dort Ouagadou besucht hat. Ja, Natsai und ich haben Uganda und Ouagadou geliebt. Aber jetzt fühlen wir uns hier wohl. Ich hatte eine solche Veränderung vorausgesehen, kannte aber nicht die Details. Ich war froh über das Ergebnis. Sie sollten immer im Hinterkopf behalten, dass die Folgen unseres Handelns komplex sind. Und deshalb gehört zum Wahrsagen einiges mehr, als in eine Kristallkugel zu schauen oder den Boden einer Teetasse zu betrachten. Ja. Das Wahrsagen. Ich weiß nicht. Ganz so nutzlos wie Hermine finde ich das nicht. Hermine ist ja bekannte Szene, ich glaube Teil 3, wo sie sich dann aufregt. Ja, was bringt das hier? Das ist aber so ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich glaube, dass man wirklich in die Zukunft sehen kann. Wir glauben oft nicht an das, was wir nicht selbst gesehen haben. Ich hoffe daher, dass sie ihren Geist öffnen. Schließlich sind sie Schülerin in Hogwarts. Sicher ist ihnen nicht entgangen, dass wir uns in der Welt der Zauberei immer im Bereich des scheinbar Unerklärlichen bewegen. Natürlich nicht, Professor. Ich weiß, dass wir beide viel zu tun haben. Nicht wegen des inneren Auges, sondern weil ich Professorin bin und Sie Schülerin sind. Ich habe unser Gespräch genossen. Ja, naja, ich weiß, also Professor Trelawney in Harry Potter Teil 3 und Teil 5 kommt es nämlich auch noch vor, wenn es rausgeschmissen wird von Umbridge. Ist ein spezieller Fall. Ich denke, mit ihr Unterricht zu haben, ist auch ein bisschen. Sie ist eine gute, die kann das. Die kann das vielleicht besser vermitteln. Wobei das Fach liegt auch so ein bisschen am. Nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel am Lehrer. Wenn der Lehrer schlecht ist und es blöd vermitteln kann, dann ist das Fach auch blöd. Was mein Lieblingsfach in Hogwarts wäre. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Also ich würde direkt so instinktiv aus dem ersten Bauchgefühl her, würde ich sagen, Verteidigung gegen die dunklen Künste, weil das ist schon echt. Da lernt man viel. Viel effektive Sachen, sehr gute Sachen, die man braucht. Also Zauberkräfte, die Zauber. Zaubersprüche, die einem wirklich dann helfen und also hier auch Schwebezauber und so weiter, so wie man da auch anhand von Besen zum Beispiel hier in Teil 3 haben wir es gesehen, der wie heißt denn der die Gestalt, die sich in jede Angst verwandeln kann und der aus dem Schrank kommt, das, also wie man sowas besiegt, das ist dann wie man dann Sprüche einsetzen kann, um Gegner zu besiegen, das ist schon, hätte ich schon für einen sehr tollen, würde ich in Hogwarts Spaß dran haben. Ansonsten Verwandlungsunterricht bei McGonagall. Hier wahrscheinlich nicht, hier, wer hat die Verwandlung gemacht? Hatten wir glaube ich hier noch gar nicht. Eine Zauberkunst bei, Name ist mir entfallen.
Ich glaube, Verwandlung macht hier die stellvertretende Weasley. Das Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu. Haben wir Donnergebräu vielleicht schon? Jasmund. Wir bringen ihn jetzt nur, wenn wir vorbeikommen. Donnergebräu. Das müsste in diesem Tab-Menü sein. Aha, das sind zwei verschlossene noch. Ich kaufe das Rezept für Donnergebräu von J. Pippins Zaubertränker. Okay, wir müssen wieder nach Hogsmeade. Da ich den falschen Knopf gedrückt. Verzeihung. Es hat eine andere Szene aktiviert. Habe ich rechtzeitig bemerkt noch. So, Hogsmeade, wo haben wir dich? Dort in diese Richtung. Oder ja, hier müsste das doch. Hier geht der Weg entlang. Und da ist Hogsmeade. Bei Nacht mit dem Hippogreif. Ach, Hogsmeade. Genau so muss das sein. Die Musik ist ein bisschen gruselig. Aber ja. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Geld zusammenkriegen, dass wir die beiden Zaubertrank-Rezepte kaufen können. Wo können wir hier landen? Hogsmeade? Nee. Das ist hier die. Hier geht's nach Hogsmeade. Das war der Bahnhof. Oh, Katze. Unsichtbarkeitstrank. An mir testen und Donnergebräu am Gegner. Auf geht's nach Hogsmeade. So, Pippin, wo bist du? Erstmal zu den drei Besen. Erstmal ein Butterbier trinken. Ich stand schon vor der Tür und die sieht uns schon kommen. Kleiner Snack. Können wir reden? Ich hätte gerne ein Butterbier. Die drei Besen.
Zwitzhaus Drei-Besen, das derzeit von Sirona Wein geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder ein Feuerwhisky genießen möchten. Nach dem ganzen Grenne hier, Quests mal einen kleinen Snack einnehmen. Danke, Sirona, dass ihr kostenloses Snacks mitnehmen darf. So, JJJ Pippins. Hier geht's lang, Katze. Schleifstein? Okay, der bringt nichts. Was sollten wir noch schleifen? Ein Zaumstab. Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Auf jeden Fall. Wie kann ich heute behilflich sein? Fokustrank, Donnergebräu, Sichtbarkeitstrank. Das ist eine Menge Geld. Wir haben nicht mehr so viel. So ausgeben. Das kriegen wir nicht zusammen. Das müssen wir die Sachen verkaufen. Ich komme wieder nach, wenn ich neue Loot habe. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Und dann können wir einfach Tränke kaufen. Wie kann ich heute behilflich sein? Sichtbarkeitstrank und es braucht nur 600. Das könnten wir schaffen. Nee, Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu. Oh, Donnergebräu kostet 1000. 1500 gegen. Ich kaufe das eher für 2000. Die Rezepte. Das macht mehr Sinn. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Gut, das müssen wir wohl noch mal ein bisschen aufschieben. Was machen wir dann jetzt? Okay, der Questanzeiger zeigt. Auch da oben hin. Da gibt's eine Quest. Und Zaubertränke verkauft jetzt nur Pippen. Dann nutze ich Professor Sharps Aufgabe, um den Spruch der Findo, der wirklich sehr nützlich sein könnte, zu bekommen, noch ein bisschen aufschieben. Wir werden, also meine Bedenken sind halt, dass wir nachdem wir die zweite Prüfung bestanden haben, nach der ersten Prüfung wurde es Herbst. Wurde es von Sommer auf Herbst und wir haben und es ging sofort wieder los mit Unterrichten. Es gab sofort zwei Unterrichte und dann ging es auch sofort weiter. Dann haben wir neue Aufträge zu zwei neue Unterrichtsaufgaben bekommen. Meine Bedenken sind halt, das liegt dann halt schwer im. Denn 2000 kriegen wir vielleicht irgendwie zusammen. Nach der Prüfung haben wir wahrscheinlich auch noch irgendwie ein bisschen
sammeln wir uns die Sachen voll, das Inventar voll und das dann verkaufen. Hier würden wir noch Gold bekommen. Die Frage ist, wie viel Geld kriegen wir hier für die Quest von Pippin? Können wir die doch gerade mal machen. Dann will ich folgenden Plan aushacken. Nämlich, dass wir jetzt mal die Quest von J. Pippin machen, die schon längst überfällig ist. Die Geistmond, die sammeln wir, wenn wir sie finden. Und Professor Sharps Aufgabe lassen wir erstmal liegen. Die ist halt dann irgendwie. Ich hoffe, dass wir die dann schnell hinkriegen. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Ich gebe mir ein bisschen Belohnung. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Da ist ein Unsichtbarkeitstrank auf dem Weg vom zu Ende. Wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt. Ist einer wenn Sie mir diese gekommen. Lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich hoffe, das ist 2000. Ich habe nicht gern mit schwierigen Leuten zu tun, aber gegen eine Belohnung geht das schon. Nun gut. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Industriespionage machen wir aber jetzt nicht. Ich hatte mal lang 3 Unsichtbarkeitstränke. Und wir haben 4. Das sind Fatima auf 3 Unsichtbarkeitstränke bringen. Guess what? Ich hoffe, den brauchen wir nicht für die Quest, den 4. Ich glaube, wir bringen das erstmal weg und dann. Ich setze kurz bevor ich bei ihr bin, setze einen Trank einfach mal an. Dann haben wir schon mal die Hälfte der Aufgabe erledigt. Können wir uns das vielleicht sparen. Irgendwann später die Rezepte kaufen. Ich fliege erstmal dahin und dann schauen wir mal weiter. Katze. Fässer mit Butterbier. In Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Aha. Wenn wir schon hier Quests, Lieferungen machen. Oh je. Nicht mal mein privates Outfit. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade.
Diesmal mit dem Besen. Können wir mehr beschleunigen.